Was geht ab, Leute? Montagnachmittag, ja, Zeit für eine Runde Zelda. Ich bin wieder da nach einem langen Wochenende und... Nee, stimmt nicht, nach einer Woche, ja. Und heute geht's mal wieder mit ein bisschen Bad. Tut mir leid, gerade wegen der Beleuchtung, weil mir ist hier oben so eine Lampe ausgefallen, ja, was natürlich echt scheiße ist, aber kann ich nichts machen. Muss gerade erstmal meinen Stuhl festschrauben, damit ich hier ein bisschen ordentlicher sitze. Und ich sehe gerade, einen Moment. Boah, mega vorbereitet. So, jetzt sollte das Bild wieder passend stimmen. Nee, weil ich hatte noch, die Kamera war noch eingestellt für das Vlog, wo ich das Vlog von der LWM aufgenommen habe. Da habe ich ja noch ein paar Szenen von zu Hause aufgenommen. Kann ich auch gerne mal hier, da oben ist es in der Infokarte, verlinken zum Anschauen, beziehungsweise in der Endcard kommt ihr dann auch nochmal drauf. Und wenn ihr euch gerade fragt, wo zum Teufel fliegst du gerade hin, Tobi? Ja, ich musste tatsächlich nochmal jetzt in der letzten Folge nachschauen, wo ich stehen geblieben bin, weil seit der letzten Aufnahme, es war ja jetzt LBM, weil das letzte Video kam ja vorletzten Sonntag, das war der LBM-Sonntag, kam, glaube ich, das letzte Video. Dann war die ganze Woche war voll durcheinander wegen Arbeit und ich musste dann noch, hab angefangen, das Vlog zu schneiden, das CMV zu machen und Wochenende war ich dann hier jetzt noch weg gewesen und alles, deswegen, das kam dann, ne, das ist der Hintereingang, wir müssen dahin. Und da ging das leider ein bisschen schlecht mit LP aufzunehmen und ja, deswegen kam ich erst heute dazu. Aber ja, wie ihr seht, ich habe euch nicht vergessen, ja. Okay, Paraschall. Lol, hier ist irgendwas gebaut worden. Das war vorher noch nicht da. Okay. By the way, ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt einigermaßen klappt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Mikro am Abkacken ist, weil dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, das Vlog von der LBM, wo ich nochmal zu Hause nochmal ein paar Sätze nachgesprochen habe, war der Ton mega verzerrt, was mich komischerweise wundert. Und jetzt habe ich gerade in Windows-Einstellungen nachgeguckt, da war der Audiopegel auf Maximum gestellt. Da habe ich eine Was ist das hier zum Teufel? Da habe ich eine Testaufnahme mit Audacity gemacht. Komischerweise war er da nicht verzerrt, obwohl der eigentlich bei dem T-Bone hier bei 100% sehr verzerrt ist, wenn man zumindest so nah dran ist. Und jetzt ist das komischerweise nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, mit meinen Standardeinstellungen auf 62%, wo ich das immer habe, ist der Ton jetzt zu leise. Ich muss den gleichen Magix hochregeln. Muss ich mal sehen, dass ich das irgendwie gebacken kriege. Das Ärgerliche, ich hätte halt, bevor ich, ich muss da dran denken, ich vergesse das immer, dass ich, bevor ich irgendwelche Aufnahmen mache, dass ich nochmal mir die 2 Minuten nehme und einfach nochmal einen Ton überprüfe. Das wäre einfach sicherer. Damit nämlich sowas nicht rauskommt, weil es ist halt ärgerlich. So. Und wir können jetzt ja, weil wir das Master-Schwert haben, ja, können wir, hier das Zeitportal öffnen. So. Erstmal hier reden. Das Schwert, es trägt die 3 Flammen in sich. Gut gemacht, Link. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Diese Kraft, die Force, die heilige Kraft, die die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Oh ja. Nun denn, Link, öffne das Zeitportal. Das machen wir erstmal direkt. Diese Kraft, die dein Schwert durch die Force gestärkt, trifft nun das Zeitportal mit einem Himmelsstrahl und es wird sich sicher öffnen. Ja, weil mein Himmelsstrahl nämlich voll geil ist, weil er jetzt voll OP ist. Stell dich auf diese Plattform und lasse die Kraft des Schwertes in das Zeitportal fließen. Boah, vor allen Dingen, es könnte auch sein, dass gerade in der Aufnahme... Boah, das ist voll scheiße mit dem Schatten. Ich muss ein bisschen weiter zurück. Ein Moment. Nicht, dass hier ich nachher zu dunkel bin für euch. Es könnte nämlich auch sein, dass gerade in dem Moment, wo ich hier am Aufnehmen bin, dass vielleicht noch der Bart-Installateur kommt. Lol. Bei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen. Ach, lol. Oh, darf ich jetzt nur mal gegen den Verbannten kämpfen? Vielleicht ist... okay. Wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Link, du musst die Bestie ein weiteres Mal bannen. Ja, kein Problem. Ha.
Endlich kann ich es ausprobieren. Ach so, hat der da was denn gebaut? Dagegen kann dieses Vieh nicht anstehen. Quatschchirurg noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Oh, Bardo fühlt sich jetzt voll wieder der Pro, ey. Okay. Heißt jetzt öffnen oder nee, ich würde mal sagen rausgehen. Weil es könnte nämlich sein, dass jetzt in dem Moment der Aufnahme, dass auch der Badeinstallateur vorbeikommt, weil... Oh Scheiß, wir haben eine Badewanne! Ich habe noch, nur noch keinen... Oh, ich hänge hier gerade mit dem Kabel fest. Hey Link! Ja, was kannst du da machen? Sieh dir das an. Das ist meine mächtige Geheimwaffe. Okay. Ja, große Donnerblumen. Mein mächtiges Katapult. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Schau gut hin. Okay. Dann mach mal. Die ganzen Schienen rund um die Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so vielseitig begabt bin. Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in die richtige Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Alles klar. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Die Frage ist, wo der die Bomben her hat. Aber ein wenig früh kommt er mir schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ja, am Arsch, ey. Du standst die ganze Zeit da im Tempel und hättest das fertig machen können. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Bis dahin bist du auf dich ganz allein gestellt. Okay. Ja, kein Problem. Wo läuft denn der jetzt gerade aktuell hier lang? Wo ist der denn? Hier ist doch noch gar nicht draußen. Ja, der kommt jetzt wahrscheinlich erst raus, wenn... Ja, okay, wenn ich hier unten bin, alles klar. Ja, was ich sagen wollte, weil... ich habe jetzt noch... Wir haben noch kein Video gemacht über die Badewanne, weil das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann mache ich mal jetzt erstmal, wenn das Ding komplett steht. Weil momentan müssen noch die Fugen gezogen werden und die Armaturen müssen noch festgeschraubt werden. Also Wanne schon drin, Wasser ist auch schon drin. Das ist genauso wie die Roomtour, die wir eigentlich noch machen wollten. Aber boah, ich habe gedacht, wenn das Bad noch alt ist und alles und hier halt noch halb Baustelle im Bad ist, ist das halt ein bisschen scheiße. Diesmal sind ihm Hände gewachsen. Wie dem sind Hände gewachsen? Hat er vorher keine Hände gehabt? Ich breite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpfe du so lange mit ihm oder so. Oder so. Ja, alles klar. Problem ist... Oh, shit. Alter. Ja, das war halt, wie gesagt, so ein Ding für mich, dass ich deswegen noch keine Roomtour gemacht habe, weil das halt ein bisschen doof aussieht, wenn hier alles noch Baustelle ist. Okay, ich habe schon mal Herzen gekriegt. Ja, genau. Jetzt kann der da hochklettern, oder was? Am Arsch. Warte mal, ich kann den bestimmt... Mein Katapult ist bereit. Ja, mach dir mal. Wenn du das Vieh die Wände hochklettern willst, komm hier mal. Ja, dann mach mal. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann ruf mich einfach durch Drücken von nach oben, okay? Ja, so, jetzt bin ich dran. Ja, mach mal. Ah, bewege das Katapult mit Hilfe vom Joystick. Und verwende die Fernbedingung, um zu ziehen. Okay, durch Drücken von A schießt du die Bomben ab. Okay, greif ihn an, wenn er genommen ist. Wenn mir Hilfe Ja, bla, bla. Zwei brauchen wir nicht. Boah, da muss ich hier aber echt, warte mal, da kann ich, muss ich auf die Hand schießen? Wahrscheinlich schon, hä? Jawohl, damit kann ich die... Na, wie gefällt dir mein Kleid? Boah, jetzt laber ich nicht zu, Bardo. Hier schon mal das nächste Schuss sein. Sag mir schon Bescheid, wenn es losgeht. Ja, mach doch mal. Ah! Okay, warte mal, jetzt blitzt er nicht mehr. Cool. Ah! Doch, da blitzt er noch. Lauf, Link! Okay, fällt er jetzt um oder muss ich die... Nein, Arsch. Das ist cool, ich muss die Hände nett machen. Sehr gut. Die Frage ist jetzt nur, wie ich da durchlaufen kann. Okay, ich kann einem einfach vorbeilaufen. Alles klar. Boah, Link, schlag's doch von unten nach oben rein, ey. Das kann doch so schwer nett sein. Boah, das fuckt mich voll ab mit dem Licht. Ich muss da unbedingt Lösungen finden. Ne, jetzt kommt er wieder raus. Altbekannt, ey. Das kennen wir doch alle schon. Außer, dass er jetzt Hände hat. So, wo ist er dann? Da hinten. Die
Frage ist, ob ich dem jetzt auch schon so eine mitgeben kann. Mit dem... Wenn der noch keine Dings halt hat. Boah. Ist aber echt scheiße. Boah. Alter, wie willst du das machen, ey? Ja, genau, wie der auf mich draufläuft. Okay, warte mal, der wird lange sein. Ah, scheiße. Schlag doch Link! Oh, scheiße, der ist voll auf mich draufgedoppelt. Nein! Okay, jetzt kann er wieder keine Blitze machen. Nein, jetzt läuft er wieder da hoch. Okay, ich muss zugeben, der Kampf ist auf jeden Fall schon mal besser als wie das erste Mal. So, warte mal. Ja, komm, Bardo. Oder meinst du, ich kann den auch? Nee, wir machen die Hand. Hand hat eben nämlich auch geklappt. Aua! Jetzt hängt der immer noch da. Ah! Hä, wo ist er dann? Wo ist der Fuß? Da ist der Fuß. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh, okay. Boah, ich will meine Ausdauer mal verbessern, dass der schneller laufen kann, aber das geht in dem Spiel, ich glaube nicht. Ey, der liegt da so blöd, wie will ich denn da an dem vorbeilaufen? Ja, genau. Ja, ich muss jetzt hier runter und muss dann wieder hoch. Alles klar. Ist ja gar nicht Zeitverschwendung. Zack, zack. Ah! Nein! Von unten nach oben! Ich schlag hier als gegen's Mikro mit meinem Bändelchen hier mit dem Kabel halt. Okay, jetzt ist er rot. Jetzt macht er wieder die geile Raupe. Aber ist kein Problem. Wir können ihm hier entgegenkommen. Wo ist er dann? Da. Frage ist. Ah, Bardo hat was. Ah, scheiße! Oh, macht. Komm schon. Ah, das klappt sogar tatsächlich. Okay. Problem ist jetzt nur, dass ich vorne bin. Das könnte jetzt ein bisschen blöd werden, weil ich muss hinrennen, schlagen und wieder zurückrennen. Aber ich muss dazu sagen, der ist eigentlich schon... Warte mal, meinst du, ich kann nicht... Oh, der ist auch ganz schön schnell. Okay, das funktioniert nicht. Okay, warte. Jetzt macht er den Fuß hier hin. Oh, Alter! Die halten aber viel aus, die Füße hier. Ja, schon krass. Guck mal, ich schaffe gerade mal einzumachen. Alter, Mann, ey. Kann ja wahr sein. Da ist ein Herz! Da ist ein Herz! Da ist ein Herz! Da ist ein Herz! Lass mich das jetzt holen. Okay, warte mal. Bardo ist... Scheiße! Mann, die ist vorbei, ey. Es wird gerade ein bisschen gefährlich hier. Oh, da sind ganz viele Herzen. Oh, Mann. Der ist fast oben! Ey, das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Boah, Alter! Der ist fast oben, ey, der Wichser. Okay, warte mal, jetzt ist der benommen. Jetzt kann ich ihn wieder schlagen. Ah, komm schon. Wo ist der Angriff? C. Alter! Wie schnell läuft der Wichser los, ey? Oh, ich darf nicht so viel fluchen, ey. Oh, endlich! Das müsste ja jetzt wohl die letzte Phase sein. Jetzt kann ich wieder dran vorbeilaufen. 100%. Ja. Ey, das ist so. Das ist doch voll die Scheiße, ey. Warte mal. Ich kann auch hier hoch. Und kann. Hier oben lang. So.
Oh, schlag doch von unten nach oben, Link, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist der jetzt down oder nicht? Boah, Alter, erstmal richtig hinsetzen. Ja, es doch sieht so aus, als ob wir es geschafft haben. Sehr gut. Wenn ich hier den Audioausschlag in Audacity angucke, ist mir der Pegel irgendwie ein bisschen zu gering. Ich habe echt die Befürchtung, dass nachher der Ton viel zu leise ist und ich den hochregeln muss. Scheiße, ey, das wäre voll kacke, wenn das Mikro jetzt hier abkacken würde. Ich muss mal überlegen, wie lange habe ich das jetzt schon? Das war auch schon fünf oder sechs Jahre dürften das sein, ne? Und hat eigentlich noch nicht so viel Aufnahmesession mitgemacht. Los, Link. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell. Ja, ist klar. Bin lowlife, aber no problem. Können wir machen. Die Frage ist, ob da überhaupt eine Zeit abläuft, wenn ich jetzt zu lange warte, dass er dann wieder ausbricht. Das müssen wir eigentlich mal versuchen. Das wäre voll geil. Da könntest du halt so Endloskampf machen. Achso, ich muss wieder... So. Die Dinger waren aber auch mal einfacher. Beziehungsweise werden halt gar nicht kompliziert. Wäre voll geil, wenn da so voll das komplizierte Muster wäre zu machen. Ich muss gucken, weil da habe ich überhaupt angefangen aufzunehmen. Ah, alle Zeit der Welt. Ja, ja. Ja, ja. Gut gemacht, Link, aber ohne mich hättest du es sicher nicht geschafft. Ja, ich muss zugeben, das war ein bisschen Hilfe gewesen. Und jetzt lass uns endlich dieses Zeitportal öffnen. Ich gehe schon mal vor. Alles klar. Ich frage mich immer noch, wo der diese großen Bomben her hat. Ich könnte mich jetzt einfach auch Dingsen? Nee, stimmt nicht. Ich kann mich gar nicht teleportieren. wo ist denn die Öffnung? Ach, noch eins hoch? Okay. Da ist ein Luftding, Luftstrahl. Juhu! So, da? Ja, da ist richtig. Boah, jetzt macht ihr hier die ganze Zeit Geräusche, wa? Okay, warte mal, hier sind Herzen. Nice! Ja, hab ich gebraucht. Hier drüben nicht auch noch welche? Aha, genau. Guck mal, können wir full live ins Zeitportal gehen. Nice. Aber der Verbannte, der wird echt schwer. Ich frag mich, ob wir nochmal gegen den kämpfen müssen. Ich weiß es nicht mehr. Vor allen Dingen, ich habe echt keine Erinnerung, was jetzt nochmal nach dem Zeitportal kommt, weil für mich ist meines Wissens nach, was ich noch im Gedächtnis habe, ist hier, ich habe keine Erinnerung mehr, was jetzt noch danach kommt. Und für mich wäre theoretisch das Spiel hier zu Ende. Also klar, ich weiß noch, wie der Endgegner und so aussieht, aber... Und eine Sache, die man noch machen muss, was ich halt jetzt nicht verraten kann. Aber mehr weiß ich halt nicht mehr. Und ich denke so, boah, nee, das kann eigentlich nicht sein. Dann wäre das Spiel jetzt voll schnell fertig. Genau. Ich habe ihn wieder in das Gefängnis verfrachtet. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da jetzt nochmal kommt. Ob wir jetzt nochmal in alle Gebiete zurück müssen, da nochmal was machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ihr beide zusammen. Okay. Du hast mir doch beigebracht, dass selbst ein Tu nichts gut. Okay. Wie ich etwas bewirken kann. Okay. Ich kenne das Wort nicht. Das hast du ganz allein du selbst geschafft. Okay. Ah, doch, eine Sache fällt mir jetzt noch ein. Wir müssen noch einen Baum pflanzen, fällt mir gerade ein. Das kann man jetzt noch nicht machen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Verbindung. Boah, das Problem ist, wann ist Skyward Sword rausgekommen? 2012 oder 2013 war es? Ich glaube, es war Herbst 2012, weil Zelda kommt ja immer. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Ja, genau, weil wir reisen jetzt nämlich auch mit dem... Schnellling, konzentrieren. Konzentriere die Force in deinem Schwert und richte den Himmelsstrahl auf das Zeitportal. Weil wir müssen jetzt nämlich halt den Ursprung bekämpfen, dazu in die Vergangenheit reisen. Ja, geh jetzt, Link. Ja, Bardo unterbricht ihn nicht als. Weil das ist mir nämlich gerade noch eingefallen.
Ich weiß jetzt echt nicht, ob man die ganzen Gebiete noch. Nö, okay. Es hat keine Animation gegeben. Ich wusste jetzt nicht, hä? Habe ich es jetzt geschafft? Yay, Tetris! Ja. Man weiß ja, vier in einer Reihe und es löst sich auf. It's magic! Ja. Aus welchem Spiel kommt uns das wohl bekannt vor? Alter, ohne Scheiß, Tetris habe ich damals auch so gesuchtet wie sonst was. Obwohl es eigentlich nur so ein simples Steck-Blasystem ist, ja. Und das Coole ist jetzt, was jetzt kommt gleich, habe ich auf meinem alten Handy tatsächlich als, ich kann gerade mal gucken, was an ist. Nee, schade. Nicht an. Ach. Und zwar, das Zeitportal, so wie es jetzt da ist, habe ich auf meinem alten Handy immer als Live-Wallpaper gehabt. Mega cool. Hat zwar Akkuleistung wie Sau gefressen, aber war halt mega cool als Dings anzusehen. Genau in der Animation, wie das jetzt halt so hier ist. War echt cool. Also so. Und das hat sich dann gedreht. Genau. Und wenn man es geöffnet hat, hat sich das auf dem Handy, also wenn man das Handy entsperrt hat, hat sich das halt auch geändert. Das war mega cool. Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Link. Ich fürchte mich vor gar nichts. Dieses Portal führt dich weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Geh, durchschreite das Portal und du bist am Ziel deiner langen Suche. Yay. Boah, ich kann echt schlecht abschätzen, wie viel Spielzeit wir jetzt noch haben, ey. Ich halte dann mal hier die Stellung. Na, okay, mach das. Das Mütterchen sagt ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt. Und dann muss ja jemand jemand eine Abtreibung verpassen. Ja. Ne, eine Abreibung. Abtreibung. Und wer soll sich sonst um das Mütterchen kümmern? Außerdem. Oh, willst du jetzt sagen, Bardock steht das ein? Oh shit, ey. Ach nichts. Ah, er wollte es sagen. Ja, dass ihr zwei zusammengehört. Oh shit, er hat sich's aber nicht getraut. Da hat man kurz gesehen, ey. Grüß Zelda von mir, Link. man hat's echt gemerkt, dass er es aussprechen wollte, aber ja, hat dann doch gekniffen, ey. Und Link denkt so, what's going on here? By the way, vielleicht fällt ja jemanden auf. Stimmt, das ist ja auch noch zu machen. Es kommt gerade immer mehr Erinnerungen hoch, was uns jetzt noch erwartet. By the way, man sieht ja, dass ich noch nicht das Julia-Schild habe. Ich sag mal so. Wer Skyward Sword kennt, der weiß, ja, was, also, ja, wie man halt das Julia-Schild bekommt. Ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich das Julia-Schild mir holen soll oder nicht. Also, beziehungsweise den Julia-Schild, das ist der richtige Artikel. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, nur ist ein bisschen zeitaufwendig. Mehr sage ich mal nichts dazu, aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ich mir ein Schild holen soll oder nicht. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, weil er könnte uns noch sehr von Nutzen sein. Guck mal, Impern Jung. Yay. Hey. Da bist du ja endlich, Link. Ich habe dich erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist, doch ich werde dich jetzt aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel. Ich denke, das ist der Siegelhain. In deiner Zeit kämpft man nicht unter dem Namen des Tempels des Siegels. Unermesslich lang ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesen Ort eingeschlossen hat. Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenort von dem Erdland getrennt wurde. Achso. Genau, du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh nun aber durch das Tor dort hinten. Dort wartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast.
Boah, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt gerade mega fett gespoilert habe oder nicht. Ich wusste, hat jetzt gerade echt nicht mehr im Kopf, ob uns schon verraten worden ist, dass das Imper war oder nicht. Das Problem ist, wir können hier, aber glaube ich. Ah, nee. Nee, ja, das gucke ich jetzt nicht nach. Wir müssen hier nachgucken. Endlich bist du hier, Link. Du hast einen langen Weg hinter dir. Impa hat dir sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Dies ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter den Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenhort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Lass mich dir alles erklären. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, alle seine Wünsche zu erfüllen, das Triforce. Der Todbringer entfesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandete das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin alle Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Okay, zurück zum Text. Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, der dein Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgabe leiten soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenn Gleiches den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft und ihren unsterblichen Körper auf. Du hast es sicher schon verstanden, Link. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Am Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Gerahims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun müsse. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor den Statuen der Göttin zu beten. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa, als Dienerin der Göttin, führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Link, das Siegel hat seine wahre Gestalt genommen. Nee, hat ihm seine wahre Gestalt genommen. Und daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Okay. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier, in dieser Zeit, das Siegel stärken. Okay, einen Moment. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe, ich muss es so lange wie möglich nur aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist.
Die Göttin hat dir Fei und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Link. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Hab ich den seinen Namen noch nicht gewusst? Okay. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Link. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Weisheit durch das Lösen von Rätseln. Kraft durch zahlreiche Kämpfe. Und Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Du bist nun würdig, das Erbe der Götter, das Triforce, zu führen. Alter, was Link für Augen macht, so. Ja, ich musste eben eine Pause machen, weil der Heizungsbauer gekommen ist. Für die Badewanne. Du hast nun unzählige Strapazen auf dich genommen und hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Dieses leuchtende Zeichen auf deinen Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Link. Jetzt ist es die wahre Form. Durch den Segen der Göttin hat das Masterschwert endlich seine wahre Gestalt erhalten. Ja, weil ich hatte ja letzte Folge gezeigt gehabt, dass das doch noch ein bisschen unterschiedlich aussah. Ja, was ich noch sagen wollte, das hat mich ein bisschen gestört, dass jetzt gerade bei so einer wichtigen Szene ausgerechnet die Haustür gehen muss und ich die Aufnahme unterbrechen musste. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen. Und nur du kannst es führen, Link. Ach. Link, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforces auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie es selbst nicht nutzen können. Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es wohl gewesen sein. Hylia benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Ich hab grad voll die Gänsehaut. Aber um diese unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Hylia wusste. Ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen. Ohne auch nur einen Moment lang zu zögern. Ich habe dich benutzt. Link, es tut mir leid, dass ich dich in dies alles verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Ich weiß, dass das alles sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrecht zu erhalten, werde ich hier ruhen und mag es auch eine Ewigkeit dauern.
Link, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste es nicht, dass es uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Oh Gott, das sind immer so emotionsvolle Szenen, ey, wo ich so voll die Probleme habe vorzulesen. Link, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters und deine Freundin seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder auferwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Wirst du auch mich dieses Mal aufwecken, Link? Das ist einfach so eine emotional volle Szene. Ich muss voll aufpassen, dass ich nicht gleich anfange zu flennen, ey. Oh mein Gott, ey. Vor allen Dingen sieht man es links und voll an, dass er voll den traurigen Blick gerade drauf hat, ey. Oh Gott. Dafür mag ich Zelda, weil das einfach so Emotionen bei mir wecken kann. Das ist schon krass. Ja, wir haben es halt als Held halt leider nicht leicht. So. Nun ist Zelda hinter dieser Tür eingesperrt. Nein. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder reden. Ihr habt euch verabschiedet. Findet das Triforce so wie du es Zeldas versprochen hast. In deiner eigenen Zeit warten viele Aufgaben auf dich. Sorge dich nicht, ich werde Zelda hier beschützen. Vollende du deine Aufgabe. Oh. Stimmt, wir können jetzt hier nichts machen. Das heißt, ich muss jetzt zurücklaufen. Ja, mich ärgert es halt gerade, dass genau in dem Moment ich die Aufnahme unterbrochen muss, weil ich bin so ein bisschen raus. Ich hoffe, dass ihr wenigstens jetzt nicht dadurch euch gestört gefühlt habt. Das ist genau an der Szene unterbrechen musste, weil ich wusste ja, was kommt, aber trotzdem bin ich so innerlich so voll so, boah, ah, dass wir so voll anfangen müssen zu flennen, ey. Und das finde ich einfach das Geile bei Zelda, weil wenn ein Spiel schafft, so Emotionen bei jemandem auszulösen, das ist einfach ein geniales Spiel. Du bist wieder zurück. Ja. Dann weißt du jetzt alles. Ja, wir wissen jetzt, dass auf der anderen Seite des Tors schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben. Es geht ihr gut. Ja, und diese nette Dame ist Imperin Alt. Das Triforce, jene Kraft, die den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin in Wolkenhort versteckt. Ah, stimmt, die sagt das jetzt, weil Zelda hat uns das, beziehungsweise junge Imper hat das gesagt, dass ja das Dings mit nach oben ging. Aber niemand weiß wo. Dazu schweigt die Legende. Mehr weiß ich leider nicht darüber, Link. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhort verbergen. Du solltest dich auf der Suche nach dem Triforce machen. Hey, warte mal einen Moment. Link, ich muss mit dir reden. Ah, ich glaube, jetzt kommt die Baumpflanzszene, was mir eben eingefallen ist noch. Also, Zelda, ihr geht es doch gut, oder? Ja. Mehr oder weniger. Das ist gut. Aber es ist noch nicht vorbei, oder? Es ist so, Link. Ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkenhort Okay. Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Mach nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden und muss dieses Ungeheuer bewachen. Ich habe gerade aus Versehen zu schnell geskippt.
und mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist es sicher nicht so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden, verstehst du? Das ist gut. Außerdem gefällt es mir hier. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden unter den Füßen ist auch nicht zu verachten. Schau. Dank Zelda und dem Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn man hier einen Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum wachsen. Das hier wird sicherlich mal ein Ort, an dem die Menschen gerne leben wollen. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis der Baum hier richtig groß wächst, aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Jedenfalls, also, grüß alle von mir, wenn du zum Wolkenhort zurückkehrst. Das werde ich tun. Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sag ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Link. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich von ihm den Keimling bekomme. Weil ich den nämlich in der Vergangenheit pflanzen muss und dann ist nämlich hier in der Gegenwart der Baum schon gewachsen. Was ich auf jeden Fall noch sagen, beziehungsweise ganz am Anfang von dem LP, wie man das erste Mal im Siegelhain, das ist halt irgendwie voll der fette Spoiler, aber was ich halt bis heute nicht verstehe, man sieht Zelda hier hinten ruhen. Und das sieht man auch, wenn man das erste Mal ins Erdland zurückkehrt und man da reinguckt, sieht man diesen Kristall oder wie man es nennen mag, sieht man da. Aber trotzdem treffen wir ja auf die reale Zelda in echt, also in der Gegenwart. So, wie kann dann in der Vergangenheit der Kristall da schon sein, obwohl sie ja gar noch nicht durch das Zeitportal in der Wüste in die Vergangenheit zurückgereist sind? Das verstehe ich bis heute nicht bei Skyward Sword, weil wie gesagt, dieses Ding sieht man schon bevor Zelda und Impa in die Vergangenheit gereist sind. Das ist halt so ein bisschen Brainfuck irgendwie, aber das ist halt wie bei Zurück in die Zukunft, da bist du auch nur nachher so. Auf jeden Fall müssen wir ins Wolkenhort zurück. Da. Ne, warte mal, hier war doch irgendwo diese. Da ist die Vogelstatue, genau. Übrigens, achso, ich kann hier nicht ins. Ich kann hier nicht in den Wolkenhort. Okay. Bitte nicht wundern, wenn die Folge doch nicht am Montag kommen sollte, wie ursprünglich am Anfang der Folge erwähnt, von wegen Montagmittag, weil dadurch, dass jetzt halt der Typi wegen der Badewanne da war und ich die Aufnahme unterbrechen musste und jetzt mittlerweile schon 12 Uhr ist, schaffe ich es nicht, bis 12:30 die Folge zu rendern und hochzuladen. Bis die Vogelstatue. Ja, bis ich halt zur Arbeit fahre, weil ich habe ja hier die Woche Spätschicht und das schaffe ich nicht und deswegen muss ich die Dienstag hochladen. Das heißt, die Folge, die eigentlich für den Montag heute zum Zeitpunkt der Aufnahme geplant war, muss ich leider dann auf morgen verschieben. Tut mir leid, aber ist so. Ich habe auch nicht gedacht, dass der so lange jetzt da bleibt, um das Zeug zu verfugen. Aber kann ich leider nicht ändern. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wenn da irgendwie am Anfang von der Folge was ganz anderes gesagt wird, als wie eigentlich ein Tag ist. Boah, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch so Spiele habt, wo ihr schon mal echt so vom Flennen wart oder wirklich geflennt habt. Also, wie gesagt, bei mir war es tatsächlich bei Twilight Princess und Skyward Sword war es gewesen, Ocarina of Time. Ich glaube, Wind Waker. Nee, Wind Waker weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Wind Waker glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde, das ist einfach so. Wo ist jetzt der Wolkenhort? Da. Das mag vielleicht lächerlich klingen, aber wenn du bei so einem Spiel so tief drin bist, dass es wirklich bei dir so, dass du dich da so reinversetzen kannst, und das kann ich halt nur mal bei Zelda, und das Spiel schafft es dann wirklich bei dir so brutale Emotionen auszulösen, ja, dass du da voll Mitleid hast oder so, dann finde ich das einfach genial gemacht. Es ist so. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Da kann ein Spiel noch so geil mit Grafik sein oder so. Oder voll die crappy Grafik haben, weil Grafik ist für mich keine Aussage über ein Spiel. Ja, sondern es kommt auf die Story an und wie sie rübergebracht wird zu dem Spieler. Und das schafft einfach Zelda. Ja, ich würde mal sagen, das war genug der langen Worte. Ich weiß nicht, wie lang jetzt die Aufnahme ist, da ich das jetzt in zwei Parts machen musste, die ich nachher dann zusammenschneide, logischerweise. Ich hoffe, dass sie nicht allzu lang geworden ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Reststart in die Woche. Was wollte ich sagen? Achso, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich verlinke hier oben nochmal den Vlog von der LBM und hier unten
könnt ihr mal bei Skyblock, müsste jetzt glaube ich noch mittlerweile die letzte Folge raus sein, ansonsten wird da irgendein anderes verlinktes Video sein. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, und wir sehen uns in dem nächsten Skyward Sword Video wieder. Bis dann.